Mädels, wie oft werdet ihr denn plump angebaggert, angesprochen oder wie oft wird versucht, euch irgendwie in ein Gespräch zu verwickeln mit der total dämlichen und plumpen Art, ohne irgendwie sich Gedanken gemacht zu haben? Also wir Mädels, meine Süßen und ich, wir haben uns mal zusammengesetzt und haben mal auf den Tisch gelegt, was uns denn eigentlich so wichtig ist und was uns denn gefällt. Wie kommt denn eigentlich ein Gespräch zusammen, wenn ein Mann Interesse an einer Frau hat? Und es ist eine ganz einfache Linie, die sich da durchzieht. Das Ganze geht los mit Blickkontakt. Also wenn ihr erstmal einen Blickkontakt aufgebaut habt und vielleicht mal verstohlen wegguckt oder mal zwinkert oder auch mal so schüchtern auf den Boden guckt, dann werdet ihr merken, kommt da was rüber, kommt da was zurück oder nicht. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel, der die Tür öffnet für ein Gespräch. Und dann ist es eigentlich auch schon fast erledigt. Man muss sich vielleicht ein bisschen was trauen. Und Jungs da draußen, wenn ihr jetzt schüchtern seid und nicht wisst, was ihr sagen sollt, dann ist es eigentlich auch eher ein Kompliment, wenn man sich vielleicht mal verhaspelt oder nicht weiß, ob das so toll ist, was man da jetzt gerade versucht rüberzubringen. Aber seid einfach nett und freundlich und höflich und witzig vor allem. Mädels stehen echt auf Witz. Das ist auch was mir gut gefallen hat. Ich hatte zum Beispiel auch mal die Erfahrung gemacht, ich war abends in einem Club und habe auf eine Freundin gewartet, hatte mein Handy in der Hand, um sie anzurufen und dann stand neben mir ein junger Mann und er hat so ganz selbstverständlich angefangen, mir seine Nummer mitzuteilen. Nach dem Motto, wenn ich sie noch nicht habe, dann müsste ich sie ja eins speichern und könnten uns ja dann zum Kaffee trinken treffen. Fand ich echt süß, weil das gar nicht plump war. Es war keine blöde Anmache, sondern es war wirklich witzig und vor allem situativ in dem Moment. Also fand ich sehr gut, die Geschichte. Und also wie gesagt, traut euch einfach was. Und auch die Mädels, wenn die Jungs sich dann wirklich mal überwunden haben und sich trauen, euch anzusprechen, dann antwortet nicht gleich plump und trocken und negativ, weil da gehört schon echt Mut dazu. Das wisst ihr vielleicht selbst, ein Gegenüber anzusprechen, wenn man jemanden toll findet. Und von daher, lasst es einfach mal auf euch zukommen und vielleicht lernt ihr dadurch wirklich jemanden kennen, den ihr sonst so gar nicht wahrgenommen hättet. Also, traut euch was und sprecht euch gegenseitig an.